Hallo und willkommen zu einer neuen Review. Heute zeige ich euch Deluxe Class Skids, und zwar aus dem Revenge of the Fallen Film. Skids ist im Old Mod ein Chevy Spark. Damals war es noch ein Konzeptcar, heute ist er ja käuflich zu erwerben. Und ja, ein netter kleiner Flitzer sozusagen, aber doch ziemlich groß in der Kategorie Deluxe. Wir haben, kann man schön sehen, vorne den Grill abgesetzt mit diesem goldenen Chevrolet-Symbol. Die Scheinwerfer sind gut rausgearbeitet, denn an der Seite diese Art Tribal-Muster, die er hatte, und hinten steht dann halt sein Name drauf, Skids, mit den schönen roten Rückleuchten. Und ja, er hat ein bisschen schwer mit dem Rollen, weil unten diese Roboterteile halt zu weit rausgucken und er rollt wirklich sehr, sehr schlecht. Aber die Farbgebung und die Qualität ist wirklich hervorragend. Gut, ja, zum Old Mod, wie gesagt, schicker Kleinwagen, und man sieht ein bisschen Roboterteile hier vorne. Unten hat er gar keinen Boden so richtig drin, also man kann durchgucken von oben nach unten. Das ist wie ein bisschen, naja, ein bisschen doof gelöst, aber sonst ganz gut. Ja, und dann können wir ihn mal anfangen zu transformieren. Und zwar als allererstes, diese Transformation von dem Burschen ist ein bisschen kompliziert, also macht man gar nicht denken, wenn man die wenigen Teile unten sieht, aber man muss schon ein bisschen drehen und kippen und klappen. Als allererstes lösen wir erstmal die Türen und klappen die erstmal nach unten. Die Türen gehören zu seinen Beinen her, also sind Teile seiner Beine. Und dann kann man schon ein wenig von seinem Roboterzeug sehen hier unten. Dann klappen wir die Haube nach oben. Lassen die erstmal so, und dann müssen wir die Arme rauslösen. Die sind auch ziemlich einfach rauszulösen. Klappen dann das Dach etwas nach hinten und den Kopf dann raus. Hier ist dann der Kopf, den können wir rausklappen, und die Haube können wir dann schon nach vorne machen oder reinklappen. Und dann müssen wir die ganze Story, also seinen ganzen Oberkörper, mal hier so ein bisschen drehen. Und zwar passiert es dann so, einmal drehen. So dass wir dann seinen Oberkörper hier haben und dann seine Arme direkt hier so hinter. Und dann müssen wir ihn einfach bloß die Beine erstmal runterklappen, und dann müssen wir einfach bloß ihn hier hinten, also die Arme dann einmal spreizen, so. Und dann müssen wir ihn einfach nur, wenn es einfach geht, zusammenklippen. Und zwar haben wir hier diese Einbuchtung hier, also diese Löcher hier. Die hier, und das Gegenstück ist hier, und da muss das dann rein. Man muss immer ein bisschen fummeln. Aber wenn es erstmal so funktioniert, dann ist es schon mal gut. Wir können es dann den Armen widmen. Die Arme drehen wir erstmal so, sodass das nach vorne zeigt hier. Und wir drehen den hinteren Kotflügel so. Andere Seite auch. Den Kotflügel lassen wir so, und den Arm drehen wir nach vorne, dass man ihn schön sehen kann. Und dann erkennt man schon seinen Oberkörper hier. Okay, weiter geht's bei den Beinen. Hier unten haben wir die Füße, die klappen wir einmal so nach vorne. Hier auch, dann klappen wir die Scheibe runter, einmal so, und dann müssen wir ihn einfach nur einmal um sein Bein wickeln, sozusagen die Tür, und dann haben wir hier diese Vertiefung, und hier ist der Pinörzel dazu, und den müssen wir dann da so drin machen. Andere Seite auch, also wir klappen die Scheibe runter, klappen die Tür ran, um sein Bein rum sozusagen, Loch, Pinörzel, und dann ist das Ding schon erledigt, so. Und dann haben wir seine Beine schon soweit fertig transformiert. Jetzt kommt so der echt trickige Part. Jetzt müssen wir dieses ganze Dachgedöns hier, wo die Transformation nicht so, wo nicht so gut gelöst wurde. Also man muss schon ein bisschen hantieren hier, um das Ganze hinzubekommen. So müssen wir dann
Die beiden Teile, diese Holmen, also die oben am Dachholm sind, die müssen wir einfach so nach unten klappen. Und dann geht das schon so fast automatisch. Und hier ist so eine Vertiefung. Das Gegenstück ist hier hinten an der Stoßstange und das muss dann da so rein. Und dann ist das sein Backpack hinten. Ganz schöne Backpack, aber naja, gut. Lässt sich nicht vermeiden. Und dann haben wir Skitch schon fast fertig transformiert. Er hat auch ein kleines Gimmick, und zwar, wenn man hier raufdrückt, dann bewegt sich sein Kopf und Teile dieses Vorderwagen. Und ich habe noch ein bisschen Änderung vorgenommen, und zwar kann man hier wenn man dieses Teil löst, kann man diese Seitenteile hier ein bisschen drehen. Dadurch lässt sich der Look ein wenig verändern, und zwar können wir dann diese Roboterteile hier hinter machen. So, wenn wir uns das dann alles so richtig hinbewegt haben und richtig reingesteckt haben und überall wieder festgemacht haben, dann können wir uns diese vordere Stoßstange hier nehmen, die man eigentlich so runterklappen kann. Oder aber man drückt diesen ganzen Grill rein und macht diese vordere Stoßstange so fest, und damit gehen diese beiden Teile, die über den Scheinwerfer sind, ein bisschen hoch und gibt es denn noch mehr so einen versprengten Look sozusagen, und sieht dann noch ein bisschen mehr nach Roboter aus. Und dann haben wir Deluxe Class Skits schon fertig transformiert. Das Hinstellen ist ein bisschen schwer, weil er diesen riesen Backpack hinten hat. Da muss man ein bisschen hantieren. Aber ansonsten steht er eigentlich sehr stabil, wenn man ihn erstmal zum Stehen gebracht hat. Und dann haben wir Deluxe Class Skits soweit fertig transformiert. Die Farbgebung auch hier wieder sehr, sehr cool. Bis auf diesen riesen Backpack hinten halt. Sehr gut gelöst, diese ganzen Teile. Das, die Verwandlung mit den Türen und den vorderen Kotflügeln finde ich sehr gelungen. Dieses Gimmick, wo man raufdrückt und alles bewegt sich, ist auch sehr, sehr nett. Und dazu hat er noch dieses kleine Gimmick hier, wenn man den hier raufdrückt, dann schnellt die Faust nach vorne und hier kommt eine Kanone raus. Und die Faust kann man dann auch so bewegen. Sein Zwilling, also Mudflap, hat auch so eine Art Funktion. Nur, dass hier so ein Teil rausguckt, aber dazu kommt später die Review noch. Und ja, soweit gefällt er mir ganz gut. Also im Film fand ich die auch sehr, sehr lustig. Also viele mögen die ja nicht, aber ich fand sie cool da. Ja, kommen wir nochmal zu den Bewegungen. Und zwar haben wir hier vorne, also hier oben, denn seinen Kopf, der lässt sich drehen. Das Gesicht fetzt auch ein bisschen, sehr cool. Dann haben wir hier oben eine Schulterbewegung, Ellbogen lässt sich drehen. Der Oberarm lässt sich drehen, meine ich, vielmehr. Und halt Ellbogen ein bisschen. Dann auf der anderen Seite genau das gleiche. Dann haben wir ein bisschen hier in der Hüfte, im Knie, aber eingeschränkt durch die Türen doch ein wenig. Man kann die zwar noch ein bisschen bewegen und so nach vorne machen, dann hat man vielleicht noch ein bisschen Bewegungsfreiraum. Und ansonsten sind die Füße voll beweglich und ja, kleine Akzente wie dieses Autobot-Symbol sind auch sehr cool. Das war's dann erstmal, und bis zum nächsten Mal. Tschüss!